Der wird schnell. Der wird schnell. Der wird schnell. Lass uns anfangen. Lass uns doch mit dem anfangen. Wir haben jetzt schon das Release angelegt. Da wollte ich noch eine Sache dazu sagen. Man kann bei allen Handschlaufen-Release kann man es relativ eng machen. Ja. Wenn das nicht, also wir sind jetzt bei dir, in deinem Fall sind wir schon im Vorletzten, ne? Also es ist schon so eng, relativ eng gestellt. Wenn das nicht eng genug gehen sollte, könnte man zum Beispiel jetzt noch was drunter tun, einen Pulswärmer oder sowas. Ne? Ist auch vielleicht manchmal ganz angenehm. Aber in der Regel sollte es passen. Und man kann die Länge einstellen, wie lang das jetzt von hier bis nach vorne ist. In dem Fall mit so einem Riemen, bei vielen anderen gibt es so eine Gewinde, wo man es einstellt, okay? Was du möchtest ist, das zeige ich mal, dass wenn du, also man soll es nicht, der Punkt ist, nicht zu lang einstellen, dass es hier vorne, dass man mit dem Finger nicht drankommt. Ne? Erstens kommt da nochmal Spannung drauf ein bisschen und man möchte am Ende, komm, jetzt zeigen wir es mal, mit dem ganzen Finger hier um den Abzug rumkommen. Ja, damit man dann hier ein schönes Lösen reinkriegt. Okay, das haben wir jetzt. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, ist es Zeit für den ersten Schuss mit dem Compound. Jawohl. Magst du probieren? Okay, gerne. Ich lege ihn nochmal für dich ein. Ich zeige es dir nochmal. Also der kommt einfach hier durch, da kann nichts passieren. Mhm. Ja, jetzt eine wichtige Sache. Wenn du das Release einhängst, ne? Das machen wir dann im Prinzip hier mit dem. Mach's mal zu. Genau, drücken. Genau, so, jetzt kommt. So. Und jetzt das Wichtigste. Bevor du ausziehst, machst du den Finger vom Abzug weg und legst ihn dahinter erstmal. Weil, auch wenn es einen Druckpunkt hat, ja, und wenn das ein bisschen Widerstand gibt, wenn ich jetzt hier mit Kraft an den Bogen ziehe und habe den Finger auf dem Abzug, logischerweise ist dann das Risiko hoch, dass man löst, bevor man überhaupt fertig ist. Ne? Deswegen kommt der Finger da dahinter. Okay. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt um die ersten Mal vor allem darum herauszufinden, kann ich das Zuggewicht gut bewältigen? Wir könnten den auch noch leichter stellen, wenn du möchtest. Und passt die Auszuglänge ungefähr zu mir, ne? Dass ich schon mal überhaupt zielen und schießen kann. Das kann ich jetzt vorher nicht wissen. Ne? Das probieren wir jetzt quasi aus. Ja. Deswegen, bitte schön, mach doch mal. Also es ist schon ein bisschen. Genau. Es ist ein anderes Gefühl. Es ist ein anderes Gefühl. Es ist vorne schwer. Kannst du? Den kann ich schon nicht mal. Den zieh ich gar nicht. Den kannst du nicht ziehen. Den kann ich nicht ziehen. Ja, okay. Ja, aber ist schwer. Ja, aber das ist eigentlich ein bisschen was wir zeigen wollten. Der ist jetzt schon leicht eingestellt, ja. Vielleicht so auf 35 Pfund und trotzdem ist es noch zu schwer. Ja? In dem Fall kein Problem, wenn ich den richtigen Bogen genommen habe, kann ich den auch noch leichter stellen. Ja? Geht, wissen wir, einfach hier oben über die kleinen Tillerboots beziehungsweise in dem Fall Schrauben, wo man das Zuggewicht einstellt. Das machen wir erst. Ja. Wichtig, wir haben den Bogen jetzt schon sehr leicht eingestellt. Okay? Wichtig ist, dass er am oberen und am unteren Wurfarm gleich eingestellt ist. Deswegen gehe ich immer dazu über und mache hier oben eine kleine Markierung drauf, dass ich weiß, wann habe ich eine Umdrehung rausgedreht, dass ich auf beiden Seiten die gleiche Anzahl Umdrehungen immer rausmache. Okay, jetzt machen wir ihn nochmal eins leichter und dann probierst du nochmal. Also ich persönlich finde es leicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man diese Bewegung nicht gewohnt ist, wenn man ihn nicht kennt, ne? Findet man das komisch. Also das Coole ist, wenn du ihn mal ausgezogen hast, hinten wird er wieder leichter. Man kann da schon energisch reinziehen. Ne? Aber es ist eine Umstellung. Ne? Eindeutig. Zum Bogen, ja. Zu dem Recurve, ne? Zum Recurve ist es eine richtige Umstellung. Okay. So mehrere Sachen. Release, Klicker. Genau. Und er hat ganz schön Spannung, ne? Er hat ganz schön Spannung. Ja. Und was wir jetzt irgendwie auch merken beim Einstellen und allein nur Vorstellen der Möglichkeiten, der Technik, was man so nimmt und so, das ist natürlich die Schwelle,
bis der Bogen mal zu dir so eingestellt ist, dass er wirklich passt. Die Schwelle ist höher wie beim Recurve. Okay. Deswegen verstehe ich jeden, der sagt, oh, ich schieße lieber mit so einem Recurve. Ne? Aber der Nebeneffekt, wenn er mal eingestellt ist, durch diese Zielvorrichtung und durch diese technische Hilfe beim Lösen und überhaupt, da, weil der so schnell ist, nachher auch, ne, wird man natürlich sofort treffsicher. Ja? Das heißt, du hast im Prinzip auf der einen Seite zwar eine höhere Schwelle, um in den Compound-Bogensport einzusteigen, aber angenommen, die Einstellungen passen zu dir, hast du natürlich auch sofort deinen Spaß mit. Ne? So, wollen wir ja. Das ist das, was wir wollen, genau. So, jetzt probieren wir mal bitte. Das ist jetzt einfach nur was. Nö, machst du im Release. Genau. War hier rein? Genau, musst du nur aufpassen, dass du es richtig rumnimmst. So. Ah. Genau. Drückst du es zu. Definitiv. Finger hinterm Abzug. Finger hinterm Abzug. Genau. Aha. Jetzt. Dann. Genau, sehr gut. Okay, interessant. Nochmal einen Schuss. Huch, das ging ja nicht sehr. Oh, das war nicht gut. Jetzt habe ich das wieder vergessen, mit dem Arm reinzudrehen. Ja. Und ich habe mich gleich bam. Aber nicht schlimm, oder? Nee. Okay, aber das der ist... Der flog mal weg, ne? Geht der wird schnell. Der wird schnell. Ja, jetzt hast du im Prinzip zwei Effekte, ne? Du hast auf der einen Seite das Gefühl, oh, ist das schwer. Jetzt hast du den Bogen relativ stark nach vorne gehalten. Ne? Ja. Und dann hast du noch gar nicht richtig geankert und warst schon hinten. Ne? Ja. Du kannst den vorderen Arm beim Compound-Bogen, du musst ihn nicht so durchdrücken. Okay. Weil hinten ist ja relativ wenig Zuggewicht drauf. Du kannst ihn ruhig ein bisschen locker halten. Also nicht krumm, nicht durchgestreckt. So. Genau. Und wir schauen mal, wie die Auszuglänge zu dir passt. Ab, stopp. Nicht ohne Pfeil. Ja, jetzt haben wir vor lauter natürlich. Und es ist auch, weil es auch faszinierend ist, ne, so einen neuen oder so einen Bogen zu schießen, haben wir irgendwie keinen Pfeil aufgelegt. Und das wäre tödlich. Leerschuss heißt in der Regel, dass man den Bogen mal zumindest in der Werkstatt wieder sieht und vielleicht sogar was zerstört. Ne? Das heißt auch, wenn man jetzt, und das würde ich verstehen, ja, wenn man vor so einem sehr technischen Gerät irgendwie Respekt hat, ja? Ja. Und dann muss man trotzdem noch auf die Kleinigkeiten achten, also auf die Sachen achten, dass man eins nach dem anderen richtig macht. Okay? Es sind mehr Schritte. Mehr Schritte. Genau, Finger da dahinter. Jetzt schauen wir mal, ob deine Auszuglänge passt. Okay. Warum war jetzt? Den kann ich wieder. Geh nochmal zurück. Also was wir jetzt zumindest bei den ersten Versuchen gesehen haben, das Release haben wir jetzt nochmal ein bisschen kürzer gestellt. Und wir machen es jetzt wirklich ganz fest ums Handgelenk. Weil, klar, wenn hier vorne Zug drauf kommt, ja, zieht es das von der Hand weg. Und das muss natürlich schon am Ende so passen, haben wir ja gesagt, dass du da mit dem Finger, also auch wenn das jetzt kurz wirkt, ohne Spannung, ne, wenn nachher der Bogen an dem Ding zieht, wirst du sehen, kürzer ist. Also das ist besser. Ne? Okay? Okay. Oh, ist besser. Ja. Ah, okay. Kannst du nochmal zurück? Geh nochmal zurück. Nee, ist cool, weil da können wir gleich noch was zeigen. Hm. Du willst dann am Ende, ich zeig's dir mal. Mhm. Mal den Bogen, ganz kurz. Wenn du jetzt den Bogen ausziehst, ne, du musst ja am Ende hier durch das Piep durchgucken. Ne? Logischerweise ankert man mit der Hand genauso wie beim Recurve hier am Gesicht. Und was du gemacht hast, ist eigentlich das, was ich bei ganz, ganz vielen Bogensportlerinnen sehe, wenn sie das erste Mal mit dem Compound hier versuchen. Ja. Man hat ein bisschen Scheu, das sich hier so ins Gesicht zu halten. Okay? Aber du kommst nicht drum herum. Punkt 1, es geht alles viel besser und es passiert auch nichts. Ja. Weil das Release hält es ja nur fest. Ja. Und sobald du loslässt, fliegt der Pfeil nach vorne. Dass Frauen oder tendenziell Frauen nicht so eng und so dicht hier am Gesicht ankern am Anfang. Mhm. Das habe ich schon ganz oft beobachtet. Ja. Aber ich fürchte, da musst du durch. Ja. Okay. Okay. Und du versuchst dann im Prinzip genauso wie im Rückgriff auch, hier mit dem Dreieck, ja, zwischen der Daumenwurzel und Mittelhandknochen vom Zeigefinger,
hier so hinterm Kiefer zu landen, dass du da einen schönen stabilen Anker reinkriegst. Ja? Ob du hier oben durchgucken kannst oder nicht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du das machst, weil das hier können wir dann nachher für dich einstellen, das Piepseit. Okay? Alles klar. Los geht's. Wow. Gut, ne? Der hat Power. Okay. Also man muss 2-3 Mal das Gefühl erstmal kriegen. Das ist schon... Das ist schon was anderes, ne? Das ist respektvoll. Ja, aber es wird jetzt bei jedem Mal auch besser, ne? Hast du gemerkt? Ja. Du kannst ruhig mit beim Ankern mit der Hand hier so richtig rein, okay, dass das Release hier so frei am Gesicht quasi vorbei ist. Und dann kannst du hier ganz bequem mit dem Zeigefinger drum. Witzigerweise machst du natürlich, das ist witzigerweise, eigentlich natürlich auch vielleicht logischerweise, machst du jetzt mit dem Compound, weil es ganz neu ist, so ein bisschen die gleichen Anfängerfehlerchen, die man mit dem Recurve auch schon gesehen haben. Ne? Und das hat vor allem zu tun damit mit der Körperhaltung. Ne? Du hältst alles so ein bisschen weiter von dir weg und machst den Kopf so nach hinten. Ne? Und Ziel ist aber schon, dass es am Ende, dass du eigentlich gerade stehst. Ne? Also wirklich darauf achten, gerade stehen. Schwer ist es am Ende nicht mehr zu halten. Du musst nicht so viel Druck drauf geben, aber versuch, dass der Kopf gerade ist und dass du schön ankern kannst und dass das Piepseit vor dein Auge kommt. Okay? Und um dich dabei zu unterstützen, dass du den Bogen richtig gut halten kannst. Ne? Beim Compound-Bogen, das Besondere ist, die Auszuglänge wird begrenzt durch die Einstellung hier. Machen wir ihn jetzt einfach ein bisschen kürzer. Ja? Du könntest 27 Zoll auf Dauer wahrscheinlich sogar schießen. Ja? Aber jetzt für den Anfang, und das glaube ich, ist wahrscheinlich auch ein Rezept, was für die meisten gilt, im Zweifelsfall lieber ein bisschen kürzer einstellen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen kürzer gestellt, also ein ganzes Zoll auf 26 Zoll. Ja? Der Effekt ist, der gewollte Effekt ist, dass man ihn leichter in die Wand ziehen kann. Und das Gefühl hat, man kann das Ganze besser kontrollieren. Daumen nach unten beim Ankern, dass du hier reinkommst, so, genau, sehr gut. Und da oben andere Auge zumachen. Das kann ich eben nicht. Dann lass beide offen. Okay, schaust mit denen da durch. Und jetzt kannst du lösen. Das sind schon okay. Jetzt. Aha. Jetzt, okay. Mach mal. Ja. Erstmal zumindest ist er in der richtigen Richtung. Okay? Das fiel mir jetzt auch besser. Also jetzt kommst du auch nach ungefähr vielleicht von 10 Schuss, ne? Kennt. Jetzt könnte man schon das erste Mal drüber nachdenken, dass man an deiner Haltung ein bisschen arbeitet. Pass auf. Du willst, nimm die Hand hier ruhig drumherum. Okay. Na, so brauchst du es. Okay. Nur den Finger dahinter. Schulter tief lassen, okay? Mhm. Nicht nach hinten lehnen, gerade stehen. Mhm. Okay? Ja. Kopf genauso, um genauso da zu stehen und ziehst jetzt einfach nur nach hinten. Okay? Also. Bitteschön. Also das Ding ist ja, er steckt zwar jetzt links neben der Scheibe, okay? Aber du hast nicht in dem Sinne vorbeigeschossen, sondern nur die Einstellung vom Visier stimmt noch nicht. Und es wäre ja auch komisch, wenn die stimmt, also wenn die 1:1 gleich passen würde. Ja, das stellen wir dir jetzt noch ein, das Visier. In dem Fall, wenn wir zu weit links sind, müssen wir das Visier, also angenommen Pfeilauflage und so ist alles gerade, dann muss das Visier ein bisschen nach rechts. Aber schieß ruhig erst nochmal ein. Ne? Also was du schon siehst, ist, dass sie immer an der gleichen Stelle nachher stecken. Und das ist schon mal Schritt 1. Ne? Mhm, gut.
Besser. Ja. Gerade stehen. Bisschen mehr nach vorne mit dem Oberkörper. Nicht nach hinten, nach vorne. Hüfte zurück. Jawohl, besser. Super. Yes. Schade. Aber es fällt mir einfacher, also leichter. Umso mehr Pfeile, umso mehr Übung. Ja. Ich finde jetzt auch, schade ist das falsche Wort, wir haben die Richtung jetzt richtig, ja. Die Höhe, also wie gesagt, die Höhe stellt man nachher einfach mit dem Visier ein. Ja. Ja. Deswegen, wir machen noch ein, zwei Schuss, aber jetzt die finale Einstellung fürs Visier, ne, die könnten wir hier in der Halle sowieso nicht machen, weil du hast jetzt in dem Fall hast du ein Pin-Visier, ne, also so ein kleiner, es sind verschiedene Pins drinne. Und man nimmt dann im Prinzip für die kurzen Distanzen nimmt man den obersten Pin. Mhm. Sagen wir mal, oberster Pin für alles bis 20 Meter. Okay. Der nächste bis 30, der bis 40, bis 50 Meter. Ah. Ja, stellt man dann ein. Und mit der Wasserwaage in der Mitte ist genau dann... Dann steht der Bogen gerade, ganz genau. Okay. Aber das schaffen wir auch heute nicht mehr. Nein. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und schießen mal ein bisschen 3D mit dem Bogen. Ja, ist das okay? Auf jeden Fall. Also, das Tagesziel ist, die erste Scheu ist abgelegt. Ja. Wir haben verstanden, was wir machen müssen. Bisschen geschwitzt. Haben wir auch ein bisschen geschwitzt. Aber? Nee, aber ich finde es cool, dass du, weil du bist jetzt wirklich nicht seit Jahren im Bogensport. Das ist eher das Gegenteil. Ne? Du bist so richtig am Anfang. Kompletter, ja? Anfänger. Wie viel Schuss haben wir jetzt gemacht? 20, 25. Vielleicht waren es auch 30, 35. Mindestens. Aber jetzt fühlst du dich langsam an einem Punkt, wo du sagst, genau, scheu abgelegt. Ich treffe immer die gleiche Stelle, ich kann mein Visier einstellen. Das Release, also. Okay. Und das ist, wo du als erstes erstmal hin möchtest, okay? Ja. Und dann zeig mal bei einem der nächsten Gelegenheiten, wie es auch im 3D mit dem Bogen läuft, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich würde auch sagen, bis dahin heben wir uns das Fazit auf. Erstmal vielen Dank. Gerne. Tschüss.